Publikum wird zittern vor meinem Auftritt, aber sie werden sich freiwillig in meinen Rachen stürzen, in meinen goldenen Rachen. Heute werde ich das Publikum fressen, fressen! Heute beginnt eine Weltkarriere. Heute Abend Boris Godunov. Welche Rolle? Der Boris, natürlich. Was für eine Rolle? Ein König, ein Zar, ein Mann, ein Ass. Der Mann mit Bart, Bauch und Bass, Bass. Aber darauf allein kommt es nicht an, auf den Auftritt kommt es an. Ein guter Auftritt ist wie ein Zornesausbruch zum Volk. In eine Geste, wie eine Invasion. Ein Gesicht wie aus Beton. Eine Seele wie sibirische Tundra. Страшно ты караешь. Вон, вот там, что это, там в углу? Калечится, растет, близится. Maschine standet, schur, schur. Ja, toll, Liter 3. Schur, schur, ja, schur, schur. Ja,
Nein, danke. Mit diesem billigen Requisit hat die Rolle kein Gewicht. Als ich vor Jahren den Boris in Moskau gab, hatte ich eine Krone aus massivem Gold. Da kommen die Spitzentöne ganz von selbst. Beim Boris ist von Anfang an der Wurm drin. Da setzt man aufs falsche Pferd. Könige stürzen am Ende immer, selbst in Russland. Sie stürzen über die, die hinter ihnen unsichtbar die Fäden ziehen und heimlich den Globus weiter drehen. Drehen. Die Verräter, die Intriganten, die Königsmacher. Keine große Oper ohne ihre Bösewicht. Iago, Skarpia, Pizarro und Schuiski natürlich. Se ne govoris lije, se ne drugi, i sa što ne ljubat. Erst Schuiski viel interessanter als Boris. Dazu werde ich meine neuen Ruski Saposchki anziehen. Denn meine Mutter hatte recht, ein Intrigant braucht gute Schuhe. Rechts, nein, sehr eng. Intrigant bewegt geschmeidig wie ein Panther. Er ist unsichtbar, man hört ihn nicht, bis er zum entscheidenden Schlag ausholt. So! Sfedu joj bajare, a cubre dubre pit. Na meni uhodjad gasudarja, skarbja da srcem radeja o duše sarovoj, ja v čeljotku čučajno zagladul. Oh, so wie viele Jahre, ja.